Ja, hallo, meine lieben Freunde, da seid ihr wieder. Ahoi, ihr Landratten. Wie geht es euch denn heute an diesem sonnigen Tag? In dieser, ja, sagen wir mal, einsamen Insel, auf dieser Insel, wo wir hier alleine umherwandern. Freunde haben wir dabei. Freunde sind überall um uns. Aber irgendwie ist das alles noch nicht so das Wahre. Deswegen müssen wir uns halt irgendwas bauen heute. Und ich habe mir schon überlegt, was wir uns bauen. Wir wollen uns auf jeden Fall eine Woodbench bauen. Die können wir aus zwei Holzstämmen mal eben so zusammenbauen. Aber vielleicht bauen wir uns einfach mal ein Placebo hier hin. Beziehungsweise... Ja, das machen wir jetzt nicht hier. Oh, hier, Edna ist wieder da. Okay, Edna, guck mal. Dir geht's gut, mir geht's gut. Alles super. Du kennst das ja, ne? Ein schönes Häuschen hier so am Strand. Bauen wir einfach mal hin hier. Kann doch nicht schaden, oder? Ja, was ich erzählt habe, ist, ich war ja dann in Köln, wie gesagt. Der gute Payset hat uns aufgenommen. Der Curry war auch dabei. Der gute Curry. Der alte Stinker. Ja, und so macht man dann, so geht man dann seinen Weg quasi. Ich wohne ja momentan noch in Bremen, beziehungsweise hier direkt neben Bremen, wie ihr wisst. Das ist ja alles schön und gut, aber man muss ja immer nach vorne denken und weiterdenken. Ah, Entschuldigung, ich bin noch krank. Und deswegen kommen wir auf kurz oder lang nicht dran vorbei, quasi diesen Schritt zu gehen. Und das ist ja auch alles schön. Köln ist eine super Stadt. Kann ich nur jedem empfehlen, der mal nicht weiß, wo er hingehen soll. Na, seinen nächsten Urlaub, der geht doch mal bitte nach Köln. Ja, guck mal, die Edna, die ist jetzt hier die ganze Zeit bei uns und leistet uns Gesellschaft. Die Edna kennt ihr ja bereits aus einigen Folgen. So, ja, und in dieser Folge bauen wir einfach mal das gute Gartenhäuschen, das Winterhäuschen hier. Und schauen wir doch mal, wie es hier so aussieht. Wir lassen uns jetzt hier einfach mal... in so einem Camp nieder, neben den Kannibalen. Das kann doch nicht schaden. Ich meine, wenn die was wollen, dann sollen sie kommen. Wir haben keine Angst. Und das liebe Bambi in der letzten Folge. Das tut mir so leid. Ja, und ihr hört das auf jeden Fall jetzt. In der Version 0.08D ist auch jetzt ein neuer Sound eingefügt. Nicht nur beim Gewitter haben sie die Sounds verbessert, sondern auch hier über den Baumstämmen. Finde ich eigentlich ganz gut. Kann man mal machen. Oh, jetzt wird's aber dunkel hier, Freunde. Oh, die Edna geht spazieren. Könnt ihr mal einen Spaziergang machen mit der guten Edna hier bei Nacht? Könnte doch relativ romantisch werden. Oder nicht? Oder was sagst du dazu? Schöne Spaziergänge nachts ist doch was Feines, oder nicht? Also ich persönlich gehe ganz gerne mal spazieren draußen. Gerade jetzt, wenn das die Sonne so scheint und der Mond so hell erleuchtet ist. So Hammer. Wir können natürlich auch erstmal ein kleines Feuerchen machen hier. Ein klitzekleines Feuerchen. Oh, die Bambis sind so süß. Ich möchte sie am liebsten mit nach Hause nehmen und einfach hier irgendwo... als Haustiere. Na, was ist da los? Was hab ich dir denn getan, Mensch? So geht das aber nicht hier. Okay, du willst es wissen? Du willst es wissen, komm her! Ich wär mal gut zu dir, hab dir Essen gegeben, alles. Alles. Ich gab dir alles und dann sowas. Das kannst du nicht tun, Edna. Na, damit hat sie nicht gerechnet. Ich bin ja der Ninja, wie ihr wisst. Der Background-Underground-Ninja. Wow, ich weiche ihren Schlägen aus. Das ist hier halt Häusli-Bäuchen. Bauchen, aber mit einem erhöhten Schwierigkeitsgrad. Und wenn du nicht sputest, dann gibt es die Axt. Oh, jetzt wird's aber gefährlich. Jetzt wird's richtig gefährlich hier, Freunde. Guck mal, wie schön das sein könnte, wenn diese Aggressivität einfach nicht bestehen würde. Immer diese Aggressivität und diese Angriffslust bei den Menschen.
Ich weiß auch nicht, wo das noch hinführt. Guck mal. Dir geht's ja auch nicht dabei gut, oder? Kannst du mir nicht sagen, dass es dir jetzt gut geht? So wie du da am Boden liegst. Ah, da hinten kommen noch mehr Freunde. Na gut, aber wir kriegen das noch hin hier. Wir kriegen unser Häuschen hier noch hin. Das wollen wir uns auf jeden Fall nochmal angucken. Es wird gefährlich, meine Freunde. Okay, es tut mir leid. Ich bin eigentlich gar nicht so der Brutale. Ich bin eigentlich gar nicht so, dass ich immer das alles mit Gewalt lösen möchte, sondern... Oh, Alter, da oben! Da ist ein richtiges Fest. Aber gut. Aber jetzt sieht man eigentlich alles ganz schön, ne? Jetzt ist alles ganz hell erleuchtet hier vom Mond. Hat irgendwie was Romantisches, wenn man so will. Da haben wir uns natürlich echt jetzt hier den besten Platz ausgesucht. Freunde besuchen uns, die Nachbarn sind am Start. Ja, und kennt ihr ja. Auf jeden Fall habe ich erzählt, dann waren wir in Köln, einfach ein super, super Wochenende gehabt mit den Jungs mal wieder. Ist immer ganz schön, mal wieder die Stadt zu sehen. Die zukünftige Stadt, meine zukünftige Heimat. War es echt eine super Stadt, ne? Ich war ja schon überall eigentlich in Deutschland so, wo man halt so mal gewesen sein sollte. Aber irgendwie, es sagt halt keine Stadt so zu wie halt Köln, weil die Mentalität einfach so ganz, ganz locker ist, ne? Die Leute sind halt ganz gut drauf und auch offen. Du kannst zu den Leuten hingehen, einfach mal ein Gespräch anfangen. Das hat man schon echt festgestellt. Also auch für sich so. Ich komme ja hier aus dem Norden, das ist halt alles... Die Leute sind oftmals ziemlich introvertiert. Natürlich nicht immer, aber so die Grundmentalität, da geht auf jeden Fall noch mehr. Da müsste man eigentlich noch mal ein bisschen was machen da bei den Leuten, dass sie auch mehr Spaß haben, irgendwie neue Leute kennenzulernen. Einfach offener sind. Guck mal, da hinten haben wir unseren Besuch, aber das lässt uns nicht lumpen hier. Wir holzen hier weiter. Guck mal, die haben ein bisschen Spaß da hinten. Oha. Nichts wie weg hier. Nichts wie weg hier. Wir lassen unsere Baustelle erstmal Baustelle sein. Ich weiß nicht, ob wir das hier noch hinbekommen heute. Aber wir können ja uns ja mal ein bisschen umsehen. Es ist jetzt mitten in der Nacht. Und wir lassen sie erstmal weiterziehen. So, wir können doch jetzt hier diese Totems zerstören, soweit ich das gelesen habe. Stimmt das denn, Totem? Totem. Es stimmt. Wir können die Totems zerstören. Und wir können alles aufsammeln. Die ganzen Köpfe. Das zerstören wir nochmal hier. Sind natürlich ein paar Hölzer hier drinne. Nee, ach komm, wir tun denen ja mal jetzt nichts hier. Die haben ja gar keinen Grund. Wir wollen ja einfach nur friedlich erleben. Quasi mehr wollen wir ja gar nicht. Ja, auf jeden Fall kann ich das nur empfehlen. Beziehungsweise jedem mal ans Herz legen, dass er einfach mal, wenn er draußen ist, wenn man unterwegs ist, auch mal ein Auge offen hält und nicht nur immer quasi sein Handy am Ohr hat und versucht halt in seine eigene Welt abzutauchen. Gerade wenn man draußen ist, unterwegs, dann kann man auch ruhig mal Hallo sagen. Auch wenn man denjenigen nicht kennt. Denn erfahrungsgemäß freuen sich die Leute eigentlich immer, wenn man mal ein bisschen Offenherzigkeit zeigt. Ich meine, ist doch schön, ne? Wenn man auch mal quasi sich unterhalten kann oder ein nettes Gespräch führen kann mit Leuten, die man nicht kennt. Denn man weiß ja nie. Man weiß ja nie, was dabei rauskommt. Jedes Gespräch ist eigentlich ein Gewinn für einen. Und da braucht man auch nicht sagen, hey, ja, das bringt mir doch nichts. Den sehe ich eh nie wieder oder ich mache sonst was nicht mit dem. Aber eigentlich ist jedes Gespräch, was man führt, ein Gewinn. Denn es kann ja immer mal passieren, dass irgendjemand dir was erzählt, wo du dann zum Beispiel etwas aus einer ganz neuen Perspektive betrachtest. Eine ganz neue Perspektive oder... Ja, ich will nicht sagen, dass man die Meinung eines anderen annimmt, aber halt einfach sich mal darüber Gedanken macht. Man muss ja sowieso immer alles aus vielen Perspektiven betrachten und nicht immer nur stur auf eine Meinung beharren und denken, das ist dann die absolute Wahrheit. Das ist ja Schwachsinn.
einfach mal alles aus vielen Perspektiven oder aus mehreren Perspektiven betrachten. Das ist jetzt der Leitfaden dieser Episode. Dieses kleinen Völkchen hier. Dieses kleinen Völkchens von The Forest, bevor dann nächste Woche das Update rauskommt. Und ob wir unsere Budia ja zu Ende kriegen, das ist natürlich jetzt die große Frage. Brauche ich da eben noch ein paar Äste hier? Eine kleinere Äste. Ja, schauen wir doch mal hier. Viele Perspektiven, ja, ja. Auf jeden Fall ist das eine gute Sache, möchte ich so meinen. Coole Sache ist das. Coole Sache. Aber wir bekommen hier echt Probleme, sag ich mal jetzt gleich. Mach mal das Feuerzeug aus, auch wenn das ein bisschen dunkel ist. Aber irgendwie weiß ich auch nicht. Wir kommen hier nicht weiter, weil wir hier keine Äste finden. Natürlich jetzt die Frage, ob wir das jetzt fertigstellen in dieser Folge hier. Oder ob wir das nochmal auf eine nächste verschieben. Ich würde es doch so gerne schaffen. Was haben wir denn hier alles? Wir haben Cash. Ganz wichtig, Cash. Das Wichtigste im Leben natürlich, ne? Ja, ja, ja. Total. Oh, hier, jetzt haben wir hier auch Skulls auf jeden Fall. Rope haben wir auch am Start. Wir haben schon einige Sachen am Start. Ja, das sieht jetzt natürlich sehr, sehr geil aus. Nee, komm, das ist ja scheiße, ey. Hau weg den Scheiß, das kannst du so nicht bringen, ey. Also da müssen die Entwickler auf jeden Fall nochmal dran arbeiten. Diese Animationen sind natürlich jetzt wahrscheinlich nicht so gewollt. Aber wir werden jetzt einfach mal ein bisschen hier durch die Wälder schlavenzen. Und uns ein paar kleine Äste suchen. Und im Background ganz schön. Ihr habt das wahrscheinlich schon erraten in der ersten Episode. Ja, es ist ein Soundtrack von Dear Esther. Ein Game, was ich eigentlich schon immer mal spielen wollte, aber bin ich irgendwie noch nie zugekommen. Ich glaube, Dear Esther ist ein ganz gutes Game, wenn man so will. Es ist halt, eine Geschichte quasi, die man... Oh, Alter! Erschreck mich doch nicht so. Was habe ich dir denn getan, mein Freund? Okay, er will's wissen. Wer das wissen will, dann müssen wir den Kampf jetzt auch aufnehmen. Vielleicht will er das doch nicht wissen. Vielleicht hat er einfach nur ein großes Mundwerk quasi. Mann, Mann, Mann. Da bist du echt nicht vor geschützt, sag ich mal, ne? Vor Menschen mit einem großen Mundwerk. Anmaßendes Verhalten hier auf der Insel. Ah, Freunde. Nee, wie gesagt, Leitfaden dieser Episode ist einfach mal viele, viele unterschiedliche Perspektiven. Denn wer weiß, der eine ist vielleicht etwas aggressiver unterwegs, so wie unsere Freunde hier, und der andere möchte das vielleicht gar nicht. Der möchte einfach nur in Ruhe hier sein Baumhaus bauen. Ohne diesen ganzen Stress. Ohne mal irgendwelche Negativität quasi in sein Leben zu lassen. Aber man wird ja dazu gezwungen. Das sind äußere Umstände, die einen dazu verleiten. Aber da sage ich nur, lasst euch nicht dazu verleiten, wenn es nicht unbedingt notwendig ist. Gewalt ist eine Lösung. Natürlich nicht, aber... Du weißt, was ich meine. So, ein paar Zähne hier noch am Start. Alles, was wir brauchen. Aber wir brauchen jetzt immer noch hier ein paar Sticks. Machen wir mal das Feuerchen aus. Dann sieht das Ganze auch gleich wieder ganz freundlicher aus. So, Bambi, geh mal weg da. Ich will dich ja nicht unnötig schädigen, quasi. Und Scribble. Waschbär, meine ich. Ja, hier ist jetzt natürlich die Action am Start. So, warte mal, wir sehen ja hier gar nichts. So, jetzt aber. Ja, dann brauchen wir noch 20 dieser Ästchen und dann haben wir das ja auch geschafft hier.
Ich habe das jetzt einfach nur mal gebaut, weil ich sehen wollte, wie das gute Stück aussieht. Und dann möchte ich dann mal später gucken in der nächsten Episode, wo wir unser neues Häuschen bauen. Auf jeden Fall wollte ich nochmal mit euch gemeinsam ein Boot, ein Hausboot bauen. Das wäre ja doch mal ganz interessant. So ein schönes... Oh, hier haben wir aber viele Äste. Ein schönes Hausboot, dass wir dann uns dann mal, wenn es nicht anders ist, am Abend zurückziehen können auf unser Schiffchen. Das wäre echt nochmal ganz interessant. Oh, hier, die Felsformation. Dann kann man sich halt zurückziehen und dann ist man den wilden Fängen der Kannibalen und Ureinwohnern nicht so ausgesetzt, wie man sie hier zum Beispiel gerade ist. Dann kann man einfach mal in Ruhe sein Denk machen. So. Ja, wir sind jetzt hier aber wirklich gerade gut besucht. Also, unser Häuschen scheint auf jeden Fall die Nachbarschaft auf sich zu ziehen. Bestimmt gucken die Nachbarn gerade, wie das so ist, ob sich das gut bauen lässt. Und wenn es denn nicht anders ist, dann holen sie sich auch eins. Wir sind quasi die Trendsetter in dieser Folge. Trendsetting ist unser Wort. Ich mache es sofort. Ja. Das hast du jetzt nicht gerade gesagt, oder? Nein, das habe ich nicht gesagt. Natürlich habe ich es gesagt. Ich sag alles und ich meine auch alles, was ich sage. Und ich sag auch alles, was ich meine und überhaupt. Und wo kommst du überhaupt her? Ich weiß auch nicht, wie ich hierher gekommen bin. Bin einfach hier gestrandet auf dieser Insel. Und nun bin ich hier mit euch. Mit unserer Crew. Ta-ta-ta-ta-ta-ta! Es ist fertig! Aber es ist relativ unspektakulär, wenn du mich fragst. Nun ja. Es ist nicht schlecht. Aber es ist halt ein kleiner Wintergarten, sagen wir mal, ne? Es ist nicht verkehrt. Ja, Freunde, dass ihr das hier aushaltet, ist natürlich auch super schön. Und ich bin euch dankbar, dass ihr uns auf dieser Reise hier begleitet. So, und die Workbench, die bauen wir dann natürlich mal in der nächsten Folge, beziehungsweise die Bench. Die Workbench gibt es hier ja gar nicht. Okay, ich höre ja schon auf. Es tut mir leid, aber guckt euch das mal an, das ist echt schön. Ein schönes Bambi. Ist das nicht so, Bambi? Ja, machen wir mal Fötüchen hier. Aber da darf ja nicht viel. Ne? Ein bisschen Zeit für ein paar Fotos muss sein. Ein bisschen Zeit muss sein. Ja, da kannst du sagen, was du willst. Also wenn dieser Sound nicht schön ist, dann weiß ich auch nicht. Und mit diesem hervorragenden, ausgezeichneten Sound von dir, Esther, verabschieden wir uns für diese Folge. Und sagen unserem Häuschen, hey, was machen die da? Guck mal, wie die unsere Hütte abreißen. Ach nee, doch nicht, ich dachte schon. Die bekämpfen sich gegenseitig. Oh Mann, hier ist ja was los, ey. Na gut, Freunde, ich glaube, wir sind hier gerade auch ein bisschen umzingelt. Hallo, Freunde, dass die ganze Mannschaft hier ist, das hätte ich jetzt gar nicht erwartet. Schön, euch mal zu treffen und auch, dass ihr alle gekommen seid, so zahlreich. Ich möchte euch allen gerne mal die Hand schütteln. Komm mal her. Hallo, hallo, ja, hallo, hallo. Macht's gut, Freunde. Wir sehen uns in der nächsten Episode. Ciao.